In der vierten Übung kommen wir nun zur 3D-Knotenkonstruktion. Dabei greifen wir die Einmündung der Kreisstraße in die Bundesstraße aus der ersten Übung auf und legen die Deckenhöhen für sie fest. Anschließend werden wir das Deckenhöhennetz als Geländemodell exportieren und schließlich einen Lageplan des kompletten Knotens erstellen. Als Vorbereitung hierfür müssen wir zunächst die Gradiente der Kreisstraße anpassen, so dass sie am Schnittpunkt mit dem Rand der Bundesstraße dieselbe Höhe hat. Berechnen Sie als erstes die Höhe des Schnittpunkts unserer beiden Straßenachsen. Diese Funktion finden Sie im Kontextmenü der Achse unter Berechnen Schnittpunkte. Die Achsnummer unserer Hauptstraße ist bereits eingetragen. Wählen Sie hier unten 3D, sodass Sie auch die Höhe als Ausgabe erhalten. Gehen Sie damit weiter auf die zweite Eingabeseite. Wählen Sie als zweite Achse unsere Kreisstraße. Hier müssen Sie die Option 3D nicht setzen, weil uns nur die Höhe der Haupttrasse interessiert. Wählen Sie OK zum Berechnen. Der berechnete Achsenschnittpunkt hat die Station 453,664 auf unserer Bundesstraße. Dort hat die Gradiente die Höhe 21,325. Kopieren Sie diesen Wert in die Zwischenablage. Die Kreisstraße hingegen hat beim Schnittpunkt die Station 0. Schließen Sie diese Ausgabefenster und begeben Sie sich dann in die Gradientenbearbeitung der Kreisstraße. Beachten Sie, dass die erste Station unserer Kreistrasse bei minus einem Zentimeter liegt, damit ein richtiger Schnittpunkt zwischen den beiden Achsen vorhanden ist. Fügen Sie nun den eben berechneten Schnittpunkt als neuen Tangentenschnittpunkt in die Gradiente ein, und zwar bei der Station 0, die Höhe aus der Zwischenablage einfügen, 21,325. Okay. Korrigieren Sie dann die Höhe des ersten Tangentenschnittpunktes. Wählen Sie als Eingabeart Station und Neigung 2. Geben Sie dann die Neigung von 2,5% ein. Dies ist die Querneigung, die die Bundesstraße an dieser Stelle hat. Wir benötigen nun noch einen weiteren Tangentenschnittpunkt auf dem Rand der Bundesstraße. Dieser Rand hat einen Abstand von 5 Meter von der Achse der Bundesstraße und ist dort ebenfalls mit 2,5% nach links geneigt. Wählen Sie deshalb nun als Eingabe Station und Neigung 1, geben Sie als Station 5 Meter an und als Neigung 2,5%. Dieser Tangentenschnittpunkt liegt nun genau auf dem Rand unserer Bundesstraße. Bei der weiteren Konstruktion sind nun folgende Vorschriften zu beachten. Erstens, es darf kein Wasser von der untergeordneten Trasse auf die übergeordnete laufen. Zweitens, der maximal zulässige Knick an diesem Punkt darf 5% betragen. Drittens, ein hier anschließender Ausrundungsradius darf 500 Meter nicht unterschreiten. Da unsere Bundesstraße an dieser Stelle auch eine leichte Längsneigung hat, genügt es, wenn die Kreisstraße an dieser Stelle horizontal in den Tangentenschnittpunkt hineinläuft. Um dies zu erreichen, fügen Sie einen weiteren Tangentenschnittpunkt ein. Wählen Sie als Neigung 1 0, also horizontal, und als Ausrundungsradius 500 Meter, den Mindestradius. Gehen Sie dann auf die Funktion Anschluss, die unsere Station so berechnet, dass der Bogen direkt an den nächsten Tangentenschnittpunkt anschließt. Unsere Gradiente schließt nun horizontal an den Rand der Bundesstraße an. Speichern Sie die Gradiente und beenden Sie den Editor. Nach der Vorbereitung der Gradiente können wir nun mit der Bearbeitung des Knotens fortfahren. Öffnen Sie die Knotendatei K004-01 im Editor. Zunächst legen wir den Umriss der Einmündung fest. Dieser gibt an, wo der Knoten die Deckenhöhen bestimmt und nicht die Trasse. Öffnen Sie dazu die Einmündung. Betätigen Sie dann den Schalter rechts oben in der Ecke. Der Umriss ist nun in der Zeichnung grün markiert. Ändern Sie ihn so, dass die Rechtsabbiegerspur ebenfalls in den Umriss fällt.
Wechseln Sie dann in den 3D-Modus. Nun wird das Deckenhöhennetz dargestellt. Doppelklicken Sie auf die Einmenge, um es zu bearbeiten. Kontrollieren Sie zunächst, ob dieses Feld hier rot markiert ist. Wäre dies der Fall, hätten Sie noch einen Höhensprung am Schnittpunkt der untergeordneten Achse mit dem Rand der übergeordneten Trasse, also hier. In unserem Fall ist jedoch alles in Ordnung. Fügen Sie nun links und rechts des Mittelgrades jeweils einen Biegegrad ein. Passen Sie dann zunächst den linken Biegegrad ein, so dass er sich an die Form des Tropfens und der Dreiecksinsel anschmiegt. Wir picken zunächst die Station auf dem Mittelgrad. Danach die Station auf dem Umrisselement. Geben Sie beim Einbiegegrad am besten dieselbe Anfangsstation an. Die Station auf dem Umrisselement berechnen Sie am besten mit diesem Knopf so, dass die Fahrbahnbreite konstant bleibt. Die Lage der Grate ist nun festgelegt. Drehen Sie nur den Knoten mit der Orbit-Funktion in eine Schrägansicht. Durch die standardmäßig aktivierte automatische Querneigungsberechnung wurden bereits alle Höhensprünge beseitigt. In diesem Beispiel sollen die Höhen von innen nach außen gerechnet werden. Drücken Sie auf den Knopf zum Bearbeiten der Querneigungsliste für den Abbiegegrad. Die übergeordnete Straße hat beim Achsenschnittpunkt eine Längsneigung von ca. 2,5%. Diese soll auch zwischen den Biegegraden ungefähr eingehalten werden, damit das Wasser zur Seite abfließen kann. Geben Sie bei Station 0 deswegen die Querneigung 2,5% ein. Beachten Sie, dass dabei die automatische Berechnung dieses Grades deaktiviert wird. Verfahren Sie beim Einbiegegrad analog. Bearbeiten Sie anschließend die Querneigungsliste der Randgrate. Beim Abbiegegrad setzen wir nur etwas rundere Werte ein. Beim Einbiegerand müssen wir erstmal keine Anpassung vornehmen. Da das Deckenhöhennetz dynamisch berechnet wird, können wir jederzeit die Maschengröße verfeinern. Stellen Sie nun die Höhenlinien dar. Wir gehen dazu zunächst auf die Draufsicht. Und dann in den Zeichenstil-Dialog. Schalten Sie die Teilnetze aus und die Höhenlinien sowie deren Beschriftung an. Die Darstellung der Höhenlinien können Sie im Optionsdialog anpassen. Hier lässt sich zum Beispiel das Linienintervall einstellen. Speichern Sie nun den Knoten. Hierbei muss das Überschreiben bestätigt werden. Nun wollen wir in den verschiedenen Bereichen auf der linken Seite eine unterschiedliche Höhenberechnung verwenden. Schalten Sie dazu die Höhenlinie wieder aus und die Netzlinie wieder an. Danach drehen Sie das Netz wieder in eine Schrägansicht. Um
die Bereiche unabhängig voneinander bearbeiten zu können, müssen Sie zunächst die Höhenberechnung in dieser Zeile auf bereichsweise stellen. Nun sind die einzelnen Zeilen hier freigeschalten. In diesem Bereich, der jetzt rot markiert ist, wollen wir nun gerne den Höhenverlauf des Grates über eine eigene Gradiente vorgeben, um den Knick an dieser Stelle zu reduzieren. Wir wählen also in diesem Bereich den Typ von Gradiente. In diesem Bereich wird dann eine Gradiente so eingerichtet, dass sie am Anfang und am Ende weder einen Knick noch einen Sprung aufweist. Es fällt jedoch auf, dass die Gradiente anfangs noch sehr weit durchhängt. Beim Abbiegegrad sollen nun die Höhen nicht mehr vom Mittelgrad herüber gerechnet werden, sondern von unserer neuen Gradiente. Dazu ändern wir die Höhenberechnung hier auf von Abbiegeseite. Dadurch entsteht ein kleiner Höhensprung an diesem Punkt. Zu erkennen jetzt an der roten Markierung des Feldes. Beseitigen Sie diesen Höhensprung, indem Sie auf den Knopf für die automatische Querneigungsberechnung drücken oder machen Sie dieses manuell in der Querneigungsliste. Der Rand soll nun etwas angehoben werden. Dies bewerkstelligen wir, indem wir den Gradienteneditor für diesen Randgrad starten. Die Funktion finden Sie hinter diesem Knopf. Die cyanfarbenen Punkte hier sind die Bereichsgrenzen. Unsere Gradiente ist nur in diesem mittleren Bereich gültig, ändern Sie also nur hier die Werte. Die einfachste Möglichkeit, die Gradiente anzuheben, ist in diesem Fall, den Ausrundungsradius zu vergrößern. Sehr leicht können Sie dies auch machen, indem Sie auf den Tangentschnittpunkt klicken und die Funktion maximale Ausrundung verwenden. Der Bogen geht dann zum nächsten Tangentenschnittpunkt. Kehren Sie dann in den Knoteneditor zurück. Wie Sie sehen, liegt die Gradiente nun deutlich höher und hat eine sehr schöne gleichmäßige Ausrundung. Auch der Knick an dieser Stelle ist verschwunden. Speichern Sie nun abermals den Knoten. Schließen Sie nun diesen Dialog. Als nächstes soll das Deckenhöhennetz als Geländemodell exportiert werden. Diese Funktion finden Sie im Kontextmenü der Einmündung unter Netzausgabe. Ein Geländename wird Ihnen bereits vorgeschlagen. Wählen Sie die Option Schnittliniendatei erzeugen, damit der Tropfen und die Dreiecksinsel aus dem Dreiecksnetz ausgeschnitten werden. Dann drücken Sie OK. Schließen Sie nun den Knoten, ohne ihn zu zeichnen, und stellen Sie dann das ausgegebene Netz über die Zeichenfunktion des Geländes dar. Bisher wurde nur der Farbenbereich des Knoten festgelegt. Im nächsten Schritt folgt nun der Randaufbau. Machen Sie zuerst das Zeichnen des Geländemodells rückgängig. Öffnen Sie dann erneut den Knoten. Gehen Sie in den Zeichenstildialog und schalten Sie in der Gruppe Diverses die Darstellung der Geländeübergangsstreifen hinzu. Verringern Sie nun in den Optionen auf dem Reiter 3D Allgemein die Überhöhung auf Faktor 2. Sie sehen nun sämtliche Geländeübergangsstreifen von übergeordneter und untergeordneter Trasse in der Zeichnung. Gehen Sie erneut in den Grate-Dialog und drücken Sie den ersten Knopf in der Zeile Randaufbau. Sie gelangen damit in den Dialog zum Verbinden der Streifen der übergeordneten und der untergeordneten Trasse. Drücken Sie den Knopf Automatisches Verbinden, um den Randaufbau zu erzeugen. Alternativ können die Streifen auch manuell in die Tabelle in der Dialogmitte gezogen werden. Zurück im Grate-Dialog
kann über diesen Knopf der Randaufbau nötigenfalls im Querprofileditor weiter bearbeitet werden. Legen Sie nun auch den Randaufbau für die Einbiegeseite fest. Nun soll ein 2D-Lageplan des Knotens und der beteiligten Trassen gezeichnet werden. Gehen Sie dazu zunächst noch einmal in den Zeichenstil-Dialog und schalten Sie sämtlichen Flächenfüllungen an. Gehen Sie auf die Draufsicht, wechseln Sie in den 2D-Modus und beenden Sie den Knoteneditor dann mit OK. Der Knoten bleibt gezeichnet stehen und es wird das Programm zum Zeichnen der Randaufbauten geöffnet. In unserem Beispiel sollen alle Randaufbauten gezeichnet werden, und zwar alle auf dieselbe Art. Der Übersichtlichkeit halber verzichten wir hier auf die Beschriftung der Höhen und der Querneigungen. Drücken Sie dann auf Weiter, selektieren Sie die Flächenfüllung und gehen Sie auf Zeichnen. Sie können weitere Änderungen machen und wieder auf Neuzeichnen gehen. Wenn Ihnen die Zeichnung gefällt, gehen Sie auf Ende und die andere Randtrasse wird genauso gezeichnet. Nachdem Sie den Knoten gespeichert haben, erhalten Sie hier eine Benachrichtigung, dass das zuvor ausgegebene Geländemodell davon abhängt und Sie werden gefragt, ob dieses neu erzeugt werden soll. Sie können dies mit OK bestätigen oder aber auch auf Keine gehen. Da die Deckenhöhen selbst in unserem Fall nicht geändert worden sind, benötigen wir hier auch keine Aktualisierung. Beim Zeichnen der Trassen selbst soll nun der Knoten selbstverständlich ausgespart werden. Um dies zu bewerkstelligen, öffnen Sie die Trassen nacheinander im Querprofileditor. Drücken Sie dann den Knopf Knoten und markieren Sie unseren Knoten als relevant für die Folgeprogramme. Speichern Sie dann die Trasse und beenden Sie den Querprofileditor. Hier kommt erneut die Frage nach den Abhängigkeiten. Gehen Sie analog mit der Trasse der Kreisstraße vor. Zeichnen Sie dann die beiden Trassen im Lageplan mit denselben Einstellungen wie beim Knoten. Wählen Sie alle Streifen aus, verringern Sie gegebenenfalls das Intervall, wählen Sie die Flächenfüllung und zeichnen Sie. So, nun fehlt noch unsere untergeordnete Trasse. Damit wäre auch unsere vierte Übung abgeschlossen.